Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Unzensiert-Video, heute zum Thema das Wochenbett. Das Video wurde ganz, ganz oft angefragt, eigentlich schon seit wer auf der Welt ist. Und ich wusste mal erst gar nicht, was ich so erzählen wollte, denn jeder weiß, wie es ist, dass man erstmal für ein ganz paar Wochen Blutungen hat, dass man nicht baden gehen darf. Also was weiß man, weil es einem entweder die Frauenärztin erzählt hat oder die Hebamme oder man sich dazu belesen hat. Und deswegen wollte ich darüber eigentlich gar nicht reden, weil ich es einfach unsinnig fand, nicht nötig fand. Ich wusste gar nicht, was ich euch darüber erzählen sollte. Dann ist mir aber eingefallen, dass es immer so eine gewisse Vorstellung vom Wochengeld gibt oder auch eine Empfehlung, wie das Wochenbett sein sollte. Und ich möchte euch heute sagen, wie diese Vorstellungen sind und wie es in der Realität aussieht, vor allen Dingen mit zwei Kindern. Diese klassische Vorstellung vom Wochenbett oder warum das Ganze eigentlich Wochenbett genannt wird, ist, glaube ich, dass man die ersten 1 bis 2 Wochen nach der Geburt einfach nur im Bett liegt. Im Bett mit dem Baby liegt, stillt, schläft und das Essen ans Bett gebracht bekommt. Das ist, glaube ich, so diese Vorstellung, die man hat. Und das habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass man echt die erste Woche so im Bett verbringen sollte. Ich kann euch sagen, ich habe keinen einzigen Tag, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, im Bett verbracht. Mit keinem von beiden Kindern. Ich würde jetzt aber eher von Svea erzählen, einfach weil es frischer ist. Kann euch aber sagen, bei Vince war es genauso. Ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen. Da habe ich natürlich die 3 Tage im Bett verbracht. Was soll man auch großartig im Krankenhaus machen? Bin da so ein bisschen auch ab und zu mal durch die Gänge gelaufen, weil Rückbildung ankurbeln und so. Aber ich habe mich wirklich darauf gefreut, aus dem Krankenhaus rauszukommen und spazieren zu gehen, an die frische Luft zu gehen. Das hat mir halt so gefehlt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, jetzt heimzukommen und mich ins Bett zu legen. Schon wieder. Und ja, das war auch, wir sind heimgekommen, wir sind nicht mal vom Krankenhaus direkt nach Hause gefahren, nein, wir sind zu meinen Schwiegereltern gefahren, weil es war ja Ostern und sind dann eigentlich von Familie zu Familie wieder getingelt und bei uns ist auch Ostern immer die Fight Night, also Muay Thai, ich würde jetzt, um nicht ausschweifen zu müssen, sagen, eine Boxveranstaltung, so. Ich glaube, Moment. So, also Svea ist jetzt hier unten mit dabei. Ja, also wie gesagt, bei uns ist Ostern immer diese Boxveranstaltung. Und da war es halt auch schon so, dass Manu damit beim Aufbau geholfen hat und auch gleich den, genau, das war der erste Tag, wo wir heimgekommen sind, nicht da war. Und ich bin dann da mit Svea zum Beispiel auch hingelaufen und einfach, um ihn dann auch abzuholen und so. Also ich war wirklich nicht im Bett. Nicht den ersten Tag, wo ich zu Hause war und auch nicht am dritten Tag, den ich zu Hause war. Weil mir das, ich wollte das auch einfach nicht. Ich wollte raus, ich wollte spazieren gehen. Das war ja auch das, worauf ich mich eigentlich monatelang wieder gefreut hatte, dieses mit dem Kinderwagen spazieren gehen. Und es wäre auch im Alltag überhaupt nicht praktikabel gewesen, zu keiner Zeit, dass ich den ganzen Tag im Bett verbracht hätte, nur gestillt hätte, geschlafen hätte und mir Essen ans Bett hätte bringen lassen. Das wäre schon nicht gegangen. Also der Punkt mit dem Essen, das hätte schon nicht funktioniert. Es war nämlich keiner da, der mir hätte Essen ans Bett bringen können. Und ich bin dann auch jemand, ich kann den Haushalt nicht liegen lassen. Ich weiß, das haben auch die Hebammen ganz oft gesagt, dass wir uns die ersten Tage und Wochen überhaupt nicht um den Haushalt kümmern sollen. Also das kann ich nicht. Ich kann nicht. Mir geht es da nicht gut, sage ich mal, wenn ich weiß, der Abwasch ist nicht gemacht oder es müsste mal wieder Staub gesaugt werden oder so. Gerade wenn man auch noch ein Kind da hat, kann man es ja auch nicht so eindrecken lassen und gerade auch so Wäsche waschen. Also ich habe jetzt nicht die Kleiderschränke bis zum Bersten gefüllt, dass ich wochenlang keine Wäsche waschen kann oder so. Und da geht es mir, wie gesagt, auch nicht gut. Also ich muss das auch machen. Ich muss so eine Grundordnung muss bei mir einfach vorherrschen. Und damit habe ich halt auch relativ schnell wieder angefangen, weil es ist ja auch alles liegen geblieben, als ich im Krankenhaus war. Das heißt, ich habe wirklich erstmal Wäsche gewaschen und ich habe erstmal sauber gemacht und solche Sachen. Da hat Svea ja auch noch viel geschlafen. Das ging dann auch. Wie gesagt, ich war viel gleich unterwegs, weil ich halt auch raus wollte. Und der Alltag mit Vince ging ja auch einfach weiter. Der ist zwar früh im Kindergarten, das hat Manu immer erledigt, aber der ist ja dann Nachmittag auch irgendwann wiedergekommen. Und da war nichts irgendwie, dass ich dann den Nachmittag im Bett verbracht hätte oder so. Da sind wir halt raus und spazieren gegangen. Ich war tagsüber einkaufen, weil ich das halt nicht mit beiden Kindern machen wollte und so. Also diese Vorstellung von diesem Wochenbett, dann wirklich tagelang im Bett zu liegen und dass Leute kommen, die mir Essen bringen. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht sicherlich Frauen da draußen, die das Glück haben,
dass es halt Leute gibt, die da kommen und denen Essen bringen. Ich wollte es persönlich schon gar nicht für mich. Also ich hätte jetzt auch nicht so viele Leute, die jetzt jeden Tag für mich kochen würden, davon mal abgesehen. Und ich wollte es auch nicht, weil die Leute kommen ja dann trotzdem zu dir und die kommen ja nicht, bringen dir das Essen und gehen wieder. Also die wollen ja vielleicht sich auch mal unterhalten oder so. Und schon diese Verpflichtung einfach ist mir dann manchmal auch zu viel. Geschweige denn halt, wie gesagt, den Haushalt liegen zu lassen, nicht rauszugehen. Also ich weiß nicht, nee, also diese Vorstellung, die erste Woche komplett im Bett zu verbringen, ist gar nicht so meins. Also ich habe wirklich nicht mal einen einzigen Tag komplett im Bett verbracht. Nicht mal, also ich glaube, wir haben mal einen Vormittag vielleicht im Bett verbracht. Und es hat mir dann auch schon gereicht. Ich werde dann so, ach, ich krieg dann schlechte Laune. Ich muss dann raus und ich muss was machen. Und ja, also mein Wochenbett ist nicht dieses typische Wochenbett gewesen. Und ich glaube, das ist bei den meisten Frauen nicht so. Vor allen Dingen nicht, wenn man schon noch ein Kind hat oder vielleicht sogar schon zwei Kinder hat. Also beim ersten Kind selbst, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Also wirklich nicht, weiß ich nicht. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr so ein klassisches Wochenbett hattet. Ich meine, es gibt sicherlich Frauen, denen das auch so gefällt, aber für mich ist es absolut überhaupt gar nichts. Ja. Und natürlich, ich verstehe schon den Sinn dahinter. Natürlich muss man sich erholen von den letzten Monaten der Schwangerschaft, die anstrengend waren. Von der Geburt natürlich auch. Und das Baby schläft noch nicht regelmäßig. Ich hatte Glück, mein Baby hat nach dem zweiten Tag zu Hause sehr, sehr gut in der Nacht geschlafen. Aber wenn Babys halt Schwierigkeiten haben und in der Nacht halt nicht schlafen wollen, dann verstehe ich auch, dass man natürlich tagsüber mit dem Baby auch viel schlafen soll und so. Aber für mich ist das einfach nicht nix. Also ich hätte mir das auch zu keinem Zeitpunkt vorstellen können. Und das ist wieder so dieses Vorstellung und Realität. Was manche Leute dann auch denken, ja, du hast jetzt frisch und bunt, du bist jetzt mit deinem Baby zu Hause, alles tut die. Nein, das sind die anstrengendsten Wochen, diese ersten Wochen. Also jetzt mit ihren fast 6 Monaten. Jetzt ist es einfach, jetzt ist es easy. Aber am Anfang, das war so mega anstrengend. Und andererseits hätte ich aber, wie gesagt, auch nicht diese Erholung haben wollen, was für mich keine Erholung gewesen wäre, nur im Bett zu liegen. Ganz, ganz schreckliche Vorstellung für mich. Deswegen ist auch Kaiserschnitt war für mich immer so eine Horrorvorstellung, weil ich wusste, die Frauen können sich dann erstmal nicht bewegen oder viele Frauen können sich dann erstmal nicht bewegen und sind ans Bett gefesselt. Das war für mich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Und ich bin froh, dass ich bei beiden Kindern keinen Kaiserschnitt hatte. Es gibt oft so diese Vorstellung versus Realität. Genauso möchte ich gerne mal was darüber machen, wie man sich das in der Schwangerschaft vorstellt, wie es dann mit zwei Kindern sein könnte und wie es dann in der Realität wirklich ist. Also dazu möchte ich auch gerne mal ein Video machen. Und in letzter Zeit, es ist noch nicht so greifbar, die Videoidee. Ich habe das letztens bei Instagram aufgefasst. Da schrieb halt eine, dass ihr Mann auch denkt, sie ist zu Hause und hat halt ein super geiles Leben mit dem Kind. Weil sie schrieb, dass sie sich jetzt jeden Morgen mit Freundinnen zum Frühstücken getroffen hat, weil das einfach für sie die beste Zeit ist, weil sie dann Nachmittag noch Zeit hat für den Haushalt und alles. Sie sagt auch, es wird jeden Tag bei ihr frisch gekocht und der Haushalt ist picobello, dass das eigentlich ein anstrengender Job ist als der, den der Mann macht. Und darüber möchte ich gerne mal wie so ein Video drehen, weil das ist auch mit den zwei Kindern ständig, immer mal wieder Thema bei uns, dass die Männer das oder dass viele Männer das, glaube ich, gar nicht so verstehen und das auch abtun, was wir hier eigentlich jeden Tag leisten. Diese andere Art von Arbeit, die wir machen. Irgendwie will ich dieses Thema aufgreifen und irgendwie will ich dazu ein Video machen. Nicht um Männer zu bekehren, weil ich glaube, das ist was, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das verstehen nur Männer, die selber dann vielleicht in Elternzeit sind und selbst dann vielleicht nicht komplett, weil oft sind die Männer ja ganz am Ende in Elternzeit, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind oder sie sind mit der Frau in Elternzeit, dann spüren sie ja auch nicht diesen kompletten alleinigen Druck, den man dann auch hat. Aber irgendwie möchte ich dieses Thema aufgreifen. Falls ihr da Fragen oder Ideen dazu habt, schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und das war jetzt mein Video zum Wochenbett. Ich weiß nicht, ob es das war, was ihr euch erwartet hattet, also an all diejenigen, die das Thema angefragt hatten. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt keinen Sinn darin, euch über diese wochenlangen Blutungen zu erzählen. Keine Ahnung, ich habe nur vom Vince gelernt, dass schwarze Hosen und schwarze Unterwäsche euer Freund sind in diesen ersten Wochen. Und
ja, das war's zum Wochenbett. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten unzensierten Videos. Es kamen in letzter Zeit gar nicht so viele. Jetzt habe ich wieder einige Ideen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!